Kunst trifft Technik. Unter diesem Motto fand diese Woche die Vernissage zu der neuen Ausstellung BMW Art Cars im BMW Museum München statt. Anwesend war unter anderem der ehemalige französische Rennfahrer Hervé Poulain und Jochen Nerpasch, die beiden Männer der ersten Stunde der BMW Art Cars. Die Idee für die Kunst am Rennwagen hatte der französische Rennfahrer und Kunstliebhaber Hervé Poulain. Er bat 1975 Künstlerfreund Alexander Calder darum, Poulains Le Mans-Rennwagen, den BMW 3.0 CSL, zu gestalten. In Zusammenarbeit mit dem damaligen BMW-Motorsportchef Jochen Nerpasch war so das erste BMW Art Car geboren und avancierte auf der Rennstrecke sofort zum Publikumsliebling. Seitdem wurde die Reihe in unregelmäßigen Abständen fortgesetzt und um einzigartige Kunstwerke erweitert. Gezeigt werden in der Ausstellung die ersten vier BMW Art Cars und die drei letzten. 1976 gestaltete der Künstler Frank Stella den BMW 3.0 CSL mit einem auffälligen geometrischen Linienraster, das an Millimeter-Konstruktionspapier erinnert. Pop-Art-Künstler Roy Lichtenstein durfte 1977 den BMW 320i Turbo gestalten. Seine Grafik orientierte sich schon sehr an der Fahrdynamik des Fahrzeugs. Ein Highlight der Ausstellung ist sicherlich der BMW M1, der 1979 von Andy Warhol gestaltet wurde. Er bemalte in kürzester Zeit den M1 mit Pinsel und Farbe. Seine Vorgänger gestalteten das Fahrzeug anhand eines Mockup-Modells und ließen das Fahrzeug von anderen bemalen oder bedrucken. Auf der Empore ist das 2010er Art Car von Jeff Koons zu sehen. Der BMW M3 GT2 mit einer sehr dynamischen Gestaltung, die am Heck in einer Explosion endet. 2016 gestaltete John Baldessari den BMW M6 GTLM. Das erste digitale Art Car wurde 2017 von der chinesischen Medienkünstlerin Zhao Fei konzipiert. Mit einer virtuellen Brille taucht der Betrachter in eine Augmented Reality Welt rund um das Fahrzeug ein. Eine Übersicht über alle Art Cars ist ebenfalls zu finden. In einer Vitrine stehen die in Sonderauflage gefertigten Modelle der gesamten BMW Art Cars. Die Ausstellung läuft vom 10. Oktober 2018 bis Februar 2019.